Hey Leute, Jorum ist wieder da. Nächste Folge von Feed bis ein Let's Play. Letzte Folge haben wir noch ein paar Kisten hingestellt und das machen wir auch gleich mal schnell weiter, weil ich will die Query so schnell wie möglichst platzieren. Und dann kommt hier noch eine Kiste hin, weil hier muss alles voll mit Kisten werden. Brauchen wir eigentlich gar nicht so viele Pipes. Ich habe eigentlich viel zu viele gemacht, aber ist ja egal. So, Hover Mode mal an, weil das ist nervig. So, kommt hier. Na warte, die bringt sich jetzt nicht, die Kiste hier. Und zwar die Axt nehmen und abbauen die Kiste. Und jetzt kommt hier um die Kiste hin und hier auch noch. Und hier auch noch. Und hier oben ein paar Kisten hin. Ah, okay, das war's auch schon. Das heißt, wir haben zu viele Pipes gemacht. Viel zu viele. Aber eh klar, man macht immer zu viele Pipes. So, das kommt mal weg. So und so. Nein, falsch. Hier und der gehört weg. Und jetzt kommt das hier weg. Und das, das und das da. Und jetzt. Alle Kisten sind verbunden. Hier in das Rote mache ich mal so. Kommt mal der Cobblestone rein. Damit das mal sicher ist. Und in die andere Richtung. Ich kann gleich mal eine Void Pipe machen. Brauche ich zum Beispiel jetzt Erde. Oder Sand. Obwohl, Sand, weiß ich jetzt nicht. Das kommt weg. So. Und zwar in Blau kommt die Erde. So. Dann lasse ich das mal so stehen. Cobblestone wird gespeichert, Erde wird weggemacht. Sand kann man brauchen. Was gibt es sonst noch? Erde, Sand, Cobble. Das war's eigentlich. Sand kann man eigentlich immer gut brauchen. Muss ich mal schauen. Aber ich gehe jetzt mal nach Hause und schau was nach. So. So und so. Okay, dann gehen wir schlafen. So und nach Hause. So, jetzt liegen wir mal im Bett und lassen die Nacht vergehen. So. Ich schlafe mit offener Tür. Wahaha. So. Okay. Tesseract haben wir. Wir haben jetzt zwei Tesseracts. So. Kann ich hier im kleinen Haus mal ein bisschen das da einsortieren. Und zwar so. Das kommt rein. Okay. Dann. Hey. So. Zu. Okay. Dann. Was sollte ich dann sagen? Das passt. Was brauchen wir dann sonst noch bei der Query? Nicht. Okay, aber wir brauchen Recycler. Und dann mache ich zuerst mal ein Stack Kompressoren. Brauchen wir Maschinenblöcke. Das ist mal das Wichtigste. So. Ich kann daraus Maschinenblöcke machen. So, das kommt mal raus. So. Alles raus damit. So, dann wird daraus Maschinenblöcke gemacht. So. Haben wir 46 Stück. Dann können wir gleich mal noch etwas einschmelzen. Zum Beispiel dieses hier. Können wir auch noch etwas rausnehmen. Das hier reinpacken, das nicht. Und das da. Und jetzt kommt mal ein bisschen weg. So, hier kommt der Messfabrikator rein, Machine Block, Signus Extruder. So, okay, dann gehen wir zur Query rüber, oder? Nein, ich weiß, was ich jetzt mache. Wohl, nein, jetzt lass das hier noch durchschmelzen. Dann packe ich hier dieses Getrüm hier, packe ich runter. Ja, packe ich runter. So. Dann brauche ich noch Energy Tesseract. Nein, das soll es passen. Und zwar, ich kann gleich mal was schauen. Und zwar, ich packe mal einfach die Tesseract drüber. Drüben soll eh alles passen. So. Fliegen wir schnell hier rüber. Schnell.
Los, 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 los. So. Und zwar kommt hier jetzt der Tesseract hin. Okay. Energy Tesseract. Der ist jetzt auf Owner Only. Receive Only. Kein Redstone Signal. Der halt die Frequenz, sagen wir, 1. Dann heißt das jetzt einfach Query. So, und der kommt jetzt dazu. So. Dann kann ich unten zur Anlage hingehen. Und gleich mal schauen, wie gut es eigentlich funktioniert. So. Los, los, los. Gehen wir schnell runter zur Anlage. So. So. Okay. Schnell hier runter. Und ich würde auch gerne mal mit Formcraft weitermachen. Nur ich komme irgendwie nicht dazu oder ich habe keine Lust dazu. Weiter geht's. Und zwar musste ich jetzt kurz einen Cut machen, weil ich wurde gestört. Musste ich jetzt leider einen Cut machen. Aber jetzt, wir sind gerade von der Query gekommen und ich mach mal kurz so als Test, sage ich mal so. Und zwar hier, das mache ich aus und hier. Und zwar Send Only und zu Query. Und dann will ich hier mal probieren und zwar mache ich hier schon mal. Hier schon überall eingestellt gehabt. Anscheinend habe ich schon überall eingestellt gehabt. Okay. Hier anscheinend auch. Ja, okay. Das heißt, machen wir so mal. Und dann sollten alle mal laufen. Yep. Hier laufen schon mal die Engines. Das ist sehr schön. Die laufen nicht. Bringt sich jetzt nichts. Okay. Das geht jetzt normalerweise hier rein. Ja. Und dann könnten wir auch kurz bei der Query vorbeischauen. Und schauen, wie es bei der so läuft. Weil die sollte jetzt gehen. Vollgas. Weil die kriegt er jetzt. Weil wir haben jetzt. Okay. Wie viel haben wir da jetzt? Eigentlich produzieren wir gerade zu viel Strom. Aber die Query sollte jetzt Vollgas laufen. Aber eigentlich produzieren wir zu viel Strom. Also ich könnte eigentlich die meisten ausschalten, die meisten Engines, weil das würde zu viel Force verbrauchen, Liquid Force. Aber ich will mal schauen. Hier wird das schon Vollgas aufgebaut. Aber richtig mit voller Geschwindigkeit. Weil die wird jetzt Vollgas betrieben, die Query hier. Vollgas. Kann man schon mal sehen, wie das abgeht. So. Hier sieht man schon. Ich zoome mal hin. So. Ja, das sieht man eben schön, wie das Vollgas geht. So. Hui. Es geht richtig schön schnell. Und jetzt soll es gleich anfangen. Bisher noch ein paar Blöcke. Und jetzt beginnt sie so. Da fängt sie an. Query. Was macht sie denn da? Achso, sie fährt runter. Okay. Und jetzt fährt sie noch hier rüber, bevor sie anfängt. Ich warte mal etwas. Hier ist normalerweise alles eins. Also, richtig ein. Okay, fängt eh schon an mit dem Cobblestone. Hier ein bisschen was rein. Hier kommt schon der Sand rüber. Nein, 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 verdammt, verdammt, verdammt. Stimmt, die muss noch umgestellt werden. Ja, jetzt ploppt's raus. So, sammeln wir schon mal ein. So, da. So. Kommen wir gleich mal hier in die Kiste rein. So, und jetzt soll's gehen. Jetzt geht's zwar hier hoch, aber das passt so. Und ja, jetzt geht das perfekt. Query läuft jetzt mal. Jetzt ist was rausgeploppt, oder? Ich hoffe mal, dass jetzt nichts rausploppt. So. Dann können wir auch wieder zurückgehen. Dann sollte das hier nämlich auch passen. So. Hier haben wir einen schönen Winterort. Draußen ist in echt ist eh schon draußen richtig kalt. Sehr richtig krass eigentlich. Aber wie schön, dass jetzt der Winter kommt. Kann man sich hier drauf freuen. Wie schaue ich nicht eigentlich aus? Hui, ich kann fliegen mit meiner Brustplatte. Der Advanced Nano Chest Bed ist echt cool. Die ist richtig cool. So, jetzt geht's hier runter. So, da.
Nehmen wir schnell mal runter. So, hier runter. Okay, also was will ich jetzt machen? Ich will mal hier kurz... hier will ich ein bisschen was entfernen, weil die werden, glaube ich, echt zu schnell leer. Die werden mir echt zu schnell leer, das heißt... die hier werden gestoppt, hier die Reihen dahinter. Ich mache hier einfach das Redstone weg, weil eine Engine hier produziert 10 NJ und... Oh, die ist schon leer. Da hinten ist noch halt was drin. Aber eine von denen produziert 10 MJ, also wir produzieren mit einer Reihe 100 MJ pro Tick. Und ein bisschen geht was beim Übertragen, sag ich mal so, vom Tesseract geht etwas verloren. Deshalb lasse ich das mal so laufen. Es wird dann eh nach einer Zeit leer und dann können wir den Tesseract können wir dann eh hier oben hinstellen. Dann wird der immer so, also können wir dann Tesseract hier hinstellen, wenn dann die Engines leer sind und dann wird das halt durch das hier betrieben. So, dann passt das nämlich. Und jetzt, was kann ich jetzt machen? Die Query läuft jetzt nämlich. Ich kann jetzt nämlich die Recycler anfangen zu machen. Wie viele Maschinenblocks haben wir denn eigentlich schon? Wir haben 46 Maschinenblöcke. Können wir noch mehr machen? Mit 17 Diamanten. Wie viel können wir da noch machen? Wo haben wir denn unseren Minimumstein nochmal? Den Minimumstein, den haben wir hier. Und so, ich mache einfach mal so. Bam, haben wir so und so viel Gold. Jetzt haben wir ein bisschen Eisen zusammen. So, den nehmen wir wieder mit. Aber ich brauche ich die Diamanten? Die Diamanten brauche ich schon noch. Oder, nein, ich muss jetzt kurz überlegen, was ich machen will. Ich will jetzt Recycler machen. Die brauchen Glasfaserkabeln. Das heißt, für diese bräuchte ich Diamanten. Glasfaserkabeln. Und nicht wenige, weil das braucht. Hier haben wir nämlich ein paar Glasfaserkabeln. Und jo. Ich bräuchte eh nicht mehr so viel. Wie viel bräuchte ich denn noch? Mit halber Stack brauche ich gar nicht mehr. Ich brauche mit 16 würde ich. 16. Bräuchte ich 16, 16 mal 8. Ich mach mal so. Ja, ich lasse das mal in den Ofen rein. Wird hier. Wir haben sowieso noch hier etwas Refined Iron. Aber hier das Eisen kommt mal hier so rein. Und dieses Refined Iron nehmen wir mal. Nehme ich gleich mal unser Clipboard. Ist sie leer? So. So, Refined Iron so. Okay, ist jetzt blöd. So. So, oder? Und so. Und dann probiere ich mal so. Bäm. Ach komm, egal. So. 58 haben wir hier jetzt. Ein bisschen fehlt hier noch. Dann sollte das auch passen. Und dann kann ich mal schnell mal schlafen gehen. Ich werde dann auch noch ein. Also ich werde etwas mehr als einen Stack brauchen. Von den Gnus Extrudern und den Magma Crucible. Weil. Ja, sonst reicht das nicht aus. Ich will ein bisschen mehr als einen Stack machen. Ich habe das eh alles schon im Singleplayer so gemacht. So, getötet. Daneben. So. Jetzt komm. So, jetzt ist tot. Okay, dann haben wir noch einen Pfeil und XP. So, da brauchen wir unser Essen. Da unser Brot. So, das Brot essen wir noch. So, oder? Und dann war es das nämlich hier auch schon mit der Folge, glaube ich. Ich glaube schon. Wir haben jetzt. Wir kommen nicht so gut voran, aber die Query läuft schon mal, das ist sehr gut. Ich lasse das hier nochmal kurz durchschmelzen. Nächsten Folge werden wir die Recycler machen. Warte, wenn wir noch. Da werde ich noch kurz. Werde ich doch noch so machen. Dieser Stack kommt noch rein. Obwohl. Ich glaube, wir werden extrem viel noch brauchen. Ich hoffe, dass die Query noch genug Diamanten finden wird. Wir müssen jetzt einfach mal etwas mehr investieren, muss leider sein. Aber dann werden wir auch etwas mehr zusammenbringen. Und dann war es das nämlich hier von der Folge.
sollte eh normale Länge haben. Und deshalb, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Haut rein, Leute, und ciao.